ich meine, ich habe das ja von 2003 bis 2013 erlebt, die jungen Wilden damals und wie sie ihre ersten Schritte in den Lizenzspielerkader, in die Profikader gemacht haben. Und wir hatten ja tolle gemeinsame Erfolge, Champions League, Deutsche Meisterschaft mit den jungen Wilden. Also es geht. Und das wollen wir auch wieder aufbauen, dass wir eben die Jungen bei uns in den Lizenzspielerkader integrieren. Wir hoffen natürlich, dass einige von uns das auch irgendwann mal da drüben erleben dürfen. Und deswegen liegt es ja an uns Verantwortlichen, eben den Jungs dann auch eine Chance zu geben für die Zukunft. Leistung müssen sie selber bringen. Aber die Chance, dass wir sie berücksichtigen, das ist unsere Aufgabe. Auf geht's. Zwei Tiefe. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Dran, dran. Super Ken. Super Junge. Dran, 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 dran. Bleib dran, bleib dran. Ja, es ist auf jeden Fall ein Traum, auch jetzt U19 DFB-Pokal zu spielen. Ist was Besonderes, als Kapitän da die Mannschaft auf den Platz zu führen. Wird ein geiles Erlebnis und ich freue mich drauf. Ich sage euch, wir können die als Team schnappen. Und wir haben diese Saison schon viele als Team geschnappt. Okay? Und das ist jetzt so der Prozess, wo wir hin müssen. Hakt mal Taktik ab gleich und werdet wieder Team. Sie spielen einen sehr schnellen Fußball. Wenn man ihnen zu viel Raum lässt, dann wird es brenzlig, sage ich mal. Und trotzdem, also wir haben auch unsere Qualitäten. Und ob jetzt Favorit oder Underdog, welche Rolle du auch immer einnimmst, am Ende ist es ein Spiel. Und in dem einen Spiel wollen wir an unser Maximum kommen. Luis rechts, Schulter bei Rauer. Paul kommt links, Luis der rechts. Ja, ich denke, dass Dortmund ein guter Gegner ist. Ich denke, die Favoritenrolle ist auch klar verteilt, aber wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Ja. Jungs, ey, geht mit eurem Gegner mit, redet, ey. Jungs, ey, ruckt doch mal nach. Das wird auch nochmal ein geiler Abschluss, so als letztes Event für uns. Danach geht die Mannschaft auseinander. Oh. Ja, Freunde, oh. Ja. Genau das jetzt wieder als Moment haben. Druck drauf zu haben, hier auf Rote oder auf Gittens zu kommen, hier den tiefen Laufweg, Marvin, aufzunehmen, ranrücken, Raul, eins ran und jetzt sind wir genau da, wo wir sie haben wollen. Die Spiele mit dem ganzen Drumherum, wo du einfach in dem Drumherum damit lernen kannst, umzugehen, was passiert in solchen Sachen, so sind Bundesligaspiele, so sind ganz wichtige Spiele, aber dann im Endeffekt auch drauf, Spiel auf so einem Niveau, jetzt ist der Gegner vielleicht ein Tick Favorit, wie kannst du als Mannschaft funktionieren, wie kannst du es schaffen, da als Spieler vielleicht die entscheidende Aktion zu haben, das bringt die Jungs weiter und das sind sehr lehrreiche Erfahrungen für ihre Karriere, egal wie es ausgeht. Natürlich wünsche ich das den Jungs, dass am Ende dann auch wirklich mit dem Titel Berlin verlassen und den werden wir dann auch mindestens genauso feiern wie am Samstag, den 15. Platz. Ja, Männer. Okay, die Mannschaft geht voraus. Jungs, keiner weiß wie, aber wir haben gewonnen. Erholt euch, baut Spannung auf, baut Bahn, Freude auf. Donnerstagmorgen in aller Früh, aber dann geht das gut los. It's a ride, it's tonight, I've been waiting on my life. I've been at it for some time, just preparing for the fight. Mama praying over my life, I can still hear it. Always been God fearing, God with him on a mission. Obstacles cloud the vision, we still moving. I anticipate hell freezing before I see my team losing. You know that's power when you're unified. It's hard to spell unity without. Man spürt total die Spannung, die Spieler haben. Ich meine, das ist das Resultat von der harten Arbeit einer ganzen Saison. Einige Jungs sind seit der U11 beim VfB und arbeiten seit Jahren eigentlich auf so ein Finale hin. Und für alle heute was ganz Besonderes. Ihr nutzt die Eistonne drin und ihr solltet schaffen, in den nächsten anderthalb Stunden so eine Sprudelflasche in euch reinzukippen, mindestens. Hey, wie er ernst bleiben will. Ich darf mal so wie er ernst bleiben will und dann. Jetzt musst du noch so richtig so lachen, wenn du. Ich muss kurz eine Ansage machen. An die Kamera. Morgen
Erstmal Zeuge, holen wir die Nasen der Dortmunder wieder runter, wo sie hingehören. Zitat Ende, Babbes ist out. Wer auf eine Bühne will, braucht eine Gruppe. Also war das Wir immer wichtiger als das Ich. Und das muss es hier auch sein. Es geht nicht darum, wer entscheidet morgen dieses Spiel. Es geht darum, dass wir es gewinnen und da drin abfallen. Nimmst du die Socke mit? Ist Tobi da? Socke. Thomas, du warst gerade hier. Warte mal schön, sag mal schön. 50 und 41 und dann nehme ich auch gleich die Sachen von Alexi mit. Okay, 50, 41. Ja, wir sind dankbar, von Felix W. die Klamotten gestellt bekommen zu haben. Und wir haben mit Moni natürlich eine akribische Schwäbin dabei, die genauso akribisch wie unsere Trainer das ganze Staff wirklich sehr akribisch ist und sie dafür gesorgt hat, dass gestern die Hemden gebügelt waren. Da hat alles perfekt gesessen. Ja, ich habe die Jungs beobachtet, wie sie selber sich auch gegenseitig noch den Kragen gezupft haben, sich noch einparfümiert haben und dann ging es gestern Abend los. Der erste Blick auf den DFB-Pokal und man merkt, es fängt an zu kribbeln. Und das Team hinterm Team ist auch ein Schlüssel für Erfolg. Und Moni jetzt exemplarisch. Es ist einfach geil zu erleben, wie wir im Hintergrund arbeiten, dass die Jungs morgen hoffentlich ihre beste Leistung abrufen können. Wenn das fehlt, natürlich. Das ist natürlich. Es ist ein Endspiel, da entscheidet, wie ich finde, das bessere Team. Wir haben in den vergangenen Monaten bewiesen, auch in der Konstanz der Liga, dass wir ein richtig geiles Team sind. Und dieser Fokus, den die Mannschaft hat, wir gehen jetzt gleich in den Bus, werden dann nach Potsdam fahren, aussteigen und dann in dem Moment hellwach sein, da sein und das, was wir drin haben, abrufen. Und darauf freuen wir uns jetzt alle, dass es gleich losgeht. Der hat jetzt schon schwere Spiele vor weniger Zuschauern und vor weniger Fernsehen. Ihr wart einfach da, deswegen sind wir hier. Okay? Seid heute hier als Team. Seid das beste Team, das ihr sein könnt. Männer, hört mir zu, tief durchatmen. Dieses Spiel haben wir uns verdient. Wir haben trainiert für diesen Moment. Den haben wir uns verdient. Jungs, wir werden dieses Spiel genießen, aber wir genießen es, indem wir siegen, indem wir diesen Pokal holen. Jeder von euch ist großartig. Ihr steht hier im Finale, deshalb seid ihr gute Fußballer. Ihr seid Champion, jeder einzelne von euch, jeder. Zusammen. Okay. Wer wird heute gewinnen? Ja. 4-2-3-1, sag ich dir. Ja, gut, Musa. Guck drauf, Lukas. Ja! 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 Ja!
euch, sichert euch. Lukas, Druck drauf. Holt uns. Armin, gut, weiter so. Schon wieder hat's geklappt. Weiter geht's. Ui! Box ist voll. Spielt den Ball. Captain! Lukas! Komm her. Gut, ne? Ist gut? Gutes Gefühl? Gut. Da bin ich gut. Findet eure Kraft in der Organisation, um dann zusammen zu verteidigen und kompakt zu sein und gut zu sein. Das macht uns gut und dann gibt's Räume. Okay, Thomas, Alexi, weiterziehen, solange die Kräfte... Thomas, Davino, Alex, kommt nachher rein, solange die Kräfte reichen. Und dann bringen wir den Puls und dann geht's nochmal. Alles klar? Ja. Also, viel Spaß mit euch. Wir werden eh immer tiefer, das wird so sein, aber das, wir brauchen nur noch einen scheiß Konter. Das Spiel ist zu offen gerade. Wir müssen wieder in die Position kommen. Offense, normal, you go in the middle, okay? By offense, standard, okay? In the middle, only in the middle with your head, okay? Come on, my friend. Lukas, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt Richtung Tor kommen, dass wir schnell wieder in die Ordnung kommen. Okay, das ist das Wichtigste jetzt. Das ist genau diese Phase, die wir jetzt brauchen, okay? Wir können schon nach vorne spielen, aber guck, dass wir sofort in den Ball kommen. Alles gut, Jungs. Alles gut. Alles gut. Geht, 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 geht. Körper, Körper. Die Klasse von Dortmund, hat man gesehen, ist sehr hoch.
Und du kannst nur als Mannschaft dagegen halten und das ist jetzt in dem Spiel natürlich als Abschluss einer sehr guten Saison perfekt gelungen, glaube ich. Der Wahnsinnsspiel von jedem von uns, jeder Einzelne auf dem Platz, der angefangen hat, der reinkam, super Leistung gebracht und im Endeffekt dann auch verdient. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir echt den einen oder anderen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch in der Mercedes-Benz-Arena Fußball spielen sehen. Heute hat die bessere Mannschaft gewonnen. Dortmund hat gute Einzelspieler, hat ein paar Chancen, auch mit dem Lattenkopfball hatten wir ein bisschen Glück. Aber unterm Strich habe ich total verdiente Mannschaftsleistung. Überragend, ich freue mich total für die Jungs, die haben es verdient. Sie haben die Chance ergriffen und sie haben alles dafür getan, diese Bühne zu betreten und perfekt davon abzutreten.